Mädchen und Jungen aus verschiedenen Zwickauer Kirchgemeinden erleben derzeit eine etwas andere Herbstferienwoche. Seit Montag steht für sie das Singen, Tanzen und Schauspielern im Mittelpunkt. Die ökumenische Kindersingwoche findet bereits zum 14. Mal in Marienthal statt. Anlässlich des 116-jährigen Kirchweihjubiläums wird diesmal das Musical Paulus auf gefährlicher Mission einstudiert. Viel Zeit haben die Sänger und Darsteller nicht. Bereits am Samstag findet die Premiere statt. Die Marienthaler Paulus-Kirchgemeinde ist im Musical-Fieber. 55 Kinder und 20 Jugendliche wollen innerhalb einer Woche das Musical Paulus auf gefährlicher Mission einstudieren und am Wochenende aufführen. Das in den Herbstferien gesungen wird, hat im Zwickauer Westen Tradition. Die ökumenische Kindersingwoche findet 2017 bereits zum 14. Mal statt. Wir haben vor 14 Jahren angefangen mit den Singwochen hier im Herbstferien mit einer kleineren Kinderschar und jetzt mittlerweile sind wir bei 55 bis 60 Kindern, die jedes Jahr in den Herbstferien sich hier treffen, gemeinsam singen, tanzen, proben. Und es ist wirklich zu einer guten Tradition geworden, diese Singwoche durchzuführen, gemeinsam mit vielen Helfern, einem großen Team. Und es sind quasi Kinder aus dem ganzen Stadtgebiet hier versammelt, aus verschiedenen Kirchgemeinden, katholisch, evangelisch, freikirchlich, aber auch Kinder ohne Religion. Dass in diesem Jahr die abenteuerliche Geschichte des Apostels Paulus gesungen, erzählt und getanzt wird, hat einen besonderen Grund. Wir haben zufällig auch zur Zeit der Aufführung Kirchweihfest. Das heißt, unsere Pauluskirche wird 116 Jahre alt. Und es hat natürlich gut gepasst, den Titel Paulus dann auch mal mit als Programm zu nehmen. Hatten wir noch gar nicht den Paulus, ein Stück aus dem Neuen Testament. Und passend zum Kirchweih wird es bei uns dann aufgeführt. Das ist die Geschichte von Paulus, einen der wichtigsten Vertreter, der das Evangelium in die Welt getragen hat. Er hat sozusagen die gute Nachricht, die Jesus in die Welt gebracht hat, weitergetrieben, hat es verbreitet, hat es nach Europa gebracht. Und auf den Spuren des Apostel Paulus wandeln wir jetzt in dieser Woche quasi. Und dieses Wandeln gestaltet sich, wie in jedem Musical, recht abwechslungsreich. Das war schon bei den Proben zu erkennen. Im Gemeindesaal wurde gesungen und getanzt. Im Altarraum der Kirche probten die Mädchen und Jungen ihre Monologe. Hier bekamen sie von Regisseur William Thomas auch gesagt, wie man auf schnellstem Wege, aber dennoch schauspielerisch akkurat von der Sakristei auf die Bühne gelangt. Das Musical Paulus lebt von frischen und abwechslungsreichen Songs, spannenden Schauspieldialogen und eindrucksvollen Tänzen. In der Pauluskirche kommt noch etwas Marienthaler Flair hinzu. Wir haben ein bisschen daran gearbeitet, so wie das viele machen, haben versucht, ein Stück für die Kinder ein bisschen umzuschreiben, dass es zugänglicher wird. Szenen reingenommen, die die Kinder gut umsetzen können, dass es nicht zu kompliziert wird. Und natürlich auch Tänze mit reingenommen und verschiedene andere Sachen, die wir jetzt nicht alle verraten wollen. Also insgesamt sind wir knapp 90 Leute. Es sind eben die 55 Kinder, die teilnehmen. Wir haben eine Band von 10 jungen Leuten und Erwachsenen. Es sind zahlreiche Ehrenamtler. Teilweise haben sich die Eltern hier Urlaub genommen, um die Woche dabei zu sein. Sie helfen hier draußen im Küchenteam. Haben Sie gesehen, die Küche, sind jetzt 7 Muttis dabei, die mit abwaschen. Es sind Helfer in Bühnenbild, in Maske, in Requisite. Also ist schon mindestens so viele, wie auf der Bühne stehen werden, dahinter stehen und sich mit diesem Stück beschäftigt haben. Premiere ist am Samstag um 17 Uhr. Ein zweites Mal wird das Musical am Sonntag um 10 Uhr im Kirchweihgottesdienst aufgeführt. Der Eintritt ist frei. Um die Unkosten zu decken, werden die Besucher jedoch um eine Spende gebeten.